Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Spiel 7D2D. Wir fahren in die Stadt. Ich war über Nacht aktiv und fleißig. Hab mal ein bisschen gebaut. Ich habe ein paar Türen gebaut, um mich abzusichern. Dann habe ich hier im Keller. Keller ist gut. Hier in meiner Bunkerhöhle. Mir den Zugang zu den Ziegeln, zu dem Erz erleichtert durch eine Art grobe Treppe. Ist noch nicht fertig, weil hier muss ich aber wegpickern und dann kann ich mir nachher unten hinarbeiten. Hier ist alles mit Eisen. Da ich ja immer nicht rausgekommen bin, irgendwann zum Schluss, habe ich mir entschlossen, hier mit Steine eine Treppe zu bauen. Ich habe angefangen mal zuzumachen, um nicht jedes Mal ein Loch mal fallen zu müssen. Und wir gehen jetzt raus. Dann habe ich draußen mir noch den Minenzugang für Nitrat gesichert. Mit einem kleinen Bau. Mit Steine und mit einer Tür. Da fahrt man kurz vorbei. Das ist also eine Aktion, der ist auf Dauer zu langweilig. Aber ich zeige es ganz kurz, das ist hier. Von der anderen Seite mit Tür und dann entsprechend gehen wir da rein. Ne, also die Bereiche vorne. Na, dem Bereich hier vorne ist die Tür. Und dann gehen wir hier vorne rein. Auch mit einer Eisentür. Und dann werden wir hier vorne nach unten runtergraben. Muss ein bisschen buddeln. Das gleiche mit Blei auch vor. Ja, dass wir da auch mal eine Nacht arbeiten können. Ne? Was wir richtig mit einer richtig langen Geschichte mit viel Klopfen. Weil ich habe zwar einen Erdbohrer, aber der ist leider sehr benzinhungrig und Benzin ist naja, für mich noch Mangelware. Und Blei ist extrem wichtig, festgestellt, für Munition. Da ich relativ hohen Verschleiß habe. Aber ich brauche wieder Bronze. Das heißt, irgendwo müssen wir in der Gegend, in der Stadt, ein Haus finden mit entsprechender Vorkommen Bronze. Ja, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wir können ein bisschen Gas geben, ne? Jetzt, wo wir es wissen. Guten Tag. Oh, mein gutes Fahrrad. Also ich brauche dringend was zu essen. Wieder mal, ne? Naja, wer im Bergbau arbeitet, der muss viel essen, ne? Jedenfalls, der braucht verdammt hoch. Und da das eine Maisfeld wird sich anbieten, dass wir gleich mal ein paar Maiskolben und mitnehmen. Und dann können wir da. Ein Mais kann man gegessen, der war nicht gut. Schon das im Haus gefunden haben. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Sachen noch, die gut sind.
Und Blasebalg brauche ich noch für die Schmelze. Ja, hier waren wir schon gewesen. Wir werden uns hier weiter vorarbeiten. Wir nehmen das nächste Haus gleich. Entweder fahren wir nach links. Böse, böse. Oder hier rechts. Ich schaue mal von außen mal an. Puh, schwierige Frage, ne? Wir untersuchen mal den Müll. Oh ja, Ochse ist mal gut. Das dürften ungefähr 10 Schuss werden. Das kennen wir schon. Ach, wir gehen hier mal rein. Das könnten wir jetzt abbauen. Aber hier können wir nicht viel holen. Das sieht ärmlich aus. Gehen im nächsten rein. Probieren haben wir. Hier müssen wir die Axt von oben, mein Gepäck, nach vorne holen. Test auslassen lassen können. Auto gelernt oder so. Das ist ein Hinweis. Aber Keller. Hier kann man schlecht fliehen, das ist ungünstig. Oh, hier haben sie richtig abgesichert. Oh, ha. Richtig mit. Mit Stacheldraht. Mal die Axt nehmen, ne? Den holen wir später. Da muss ich vorher entfernen. Ich laufe nämlich ganz gerne selber rein.
erstaunlich ruhig im Haus. Na, habe ich euch geweckt. So, mal ein bisschen zurückgehen. So. Nicht wackeln. Er muss die Tür weg sein, sonst geht's nicht. Ja, mit bloßen Händen geht's fein, ne? Der Kron ist da, ja. Etwas zu tief. So. Im Haus Pistole besser. Hier ist sehr gut abgesichert. Auch hier werden wir erstmal gucken. Boom. Brutal. Hauptsache, meine Bewegungen sind nicht so schnell, dass es sich im Bild verschiebt. So sind draußen aktiv die Jungs. Der ist meistens sehr, sehr flink, da muss man schnell reagieren. Tja. Lass doch mal so einen gelben Sack fallen, mit Munition zum Beispiel. Kommen die alle her? Na, machen wir später. Jetzt haben wir ein volles Gepäck, ist nicht gut. Das macht mich langsam. Klingt brutal, aber ich werde besser. Ja, geh mal draußen, das ist ein Zeichen. Blöden Geier, gleich erschießen. Die sind nicht ganz fies.
Moni, genau. Ja, das ist gut. Ich brauche Stoffe. Maismehl. So. Ob das hier auch von da angehen kann? Nee. Dachboden. Eigentlich wollte ich nicht sammeln. Vom Trainer habe ich Respekt, die sind sehr schnell. Das hat sich bis jetzt gelohnt. Munitionstechnisch gesehen. Revolver fachkräftig, da kommt was Gutes bei. Ja, Sprengstoff. Irgend so ein Dings hier. Basketball. Machine Gun Parts. Entschuldigung. Das ist sehen. Hoch überladen. Mal gucken. Brauche ich das überhaupt? Ich weiß nicht. Ich denke mal nicht.
Naja, gut. Wer weiß, wozu es gut ist. Keller muss ich auch noch gehen. Und hier auch noch rein. Drei, vier. Also dafür, dass sie von außen ein riesen Loch an der Wand ist, haben sie außen innen schön zugemacht. Ja, und ach, ich war schon drinne. Ja. Gut. Küche bin ich misstrauisch. Gut, was zu essen ist gut. Keller. Da gehen wir später rein. Aber erst muss ich leer machen. Dosen. So ein Mist. Das ist also hier ne. Oben waren wir. Und die war abgesichert. Nicht schlecht, kann man brauchen. Jetzt gehen wir mal raus und da kommen wir nicht raus. Und holen unser Fahrrad hierher. Bin ja von der Tarif geladen. Wir haben 14:38 Uhr. So, liebe Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und verschau. Und sieht sich dann vielleicht morgen wieder. Dann geht's hier weiter. Tschüss.